So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Die Woche ist wie ein einziger LSD-Trip, deswegen heute auch diese Spezialbelichtungsfolge, wo das wechselt, damit ihr richtig einen Breller bekommt, denn wie oft musst du noch was verschieben, wie oft musst du wieder neu umgestalten, wie oft musst du wieder neue Pläne machen, neue Abläufe, wieder kommt der Yendik, wieder pissen die dir von Karren, machen dir einen Strich durch die Rechnung, du denkst, du bist fertig, du denkst, du verschiebst, du denkst, du machst die Mega-Raids und Raider Mittwoch dann in der nächsten Woche, dann machst du trotzdem Raider Mittwoch, aber am Donnerstag und trotzdem aber auch die Mega-Raids und alles durcheinander und hin und her, deswegen immer am Machen, immer am komplett hier und überhaupt und deswegen volle Banane. Wir haben aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und der hat es diesmal in sich. Passt da auf, guckt euch das an. Wir fangen jetzt aber an mit den Highlights der Woche, was ihr mir zugeschickt habt und am Ende natürlich den Schocker der Woche. Und das habe ich eben schon mal gesagt, ihr seht, der LSD-Trip, der wirkt und jetzt Start mit dem Video. Angefangen hat die Woche hier beim Bierschanger, die hat nämlich geschrieben, Yippie, endlich kann ich mal wieder ein Shiny einreichen und hat hier ein Shiny Pam Pam, was so schön braun aussieht, aber es hat halt eine richtig blöde Aufgabe als Buddy, um dann eben das entwickeln zu können. Ich glaube, das ist das mit den 30 Unlicht-Pokémon. Obwohl die Rüpel momentan in dem Event haben ja oft auch Unlicht-Pokémon dabei. Da hast du Alola Radfratz auch mit drin, da hast du auch Kramurks dabei. Da kannst du das eigentlich machen. So, aber Shiny Pam Pam auf jeden Fall nice. Gibt's nicht wild, gibt's aus den 12 Kilometer Eiern. Für mich jetzt schon Schocker der Woche war dann dieses Bild hier vom Lagerverkauf Postenhandel Nord. Da gibt es verschiedene Samyang 5er Packs für 7,95 oder so. Das ist ein super genialer Spitzenpreis. Aber der Oberhammer war einfach das 5er Pack 3 Spicy für 4,95 €. Ich habe damals 50 € für ein einzelnes Tütchen bezahlt. Das musste ich aus Amerika einfliegen lassen. Jetzt kriegst du so ein Tütchen für 99 Cent. Das heißt 4,95 € für 5 Tütchen, das ist so brutal, so heftig. Ich denke mal, die sind so scharf, also wir haben sie ja schon mehrfach getestet, die sind so scharf, dass das kaum jemand kauft, die so viel im Lager haben, das nicht loskriegen und deswegen jetzt diesen Hammerpreis machen, damit das nicht verfällt, damit sie es nicht wegschmeißen müssen oder drauf sitzen bleiben. Also hauen sie es wenigstens für 5 € das 5er Pack raus. Wir machen ein Unboxing gemacht am Dienstagabend in der Premiere, habt ihr ja gesehen. Ich habe dafür Bierschanger gleich noch einen 5er Pack mitgenommen. Grüße an Henry Niki an der Stelle, der hatte mir das letzte Ticket für die Rocket-Forschung, sage ich mal, gegönnt, wo auch diese Pose mit drin war. Die habe ich seitdem ja angelegt. Danke an Henry Niki für das letzte Ticket. Cheffe24, yes, hat hier ein 100% Knatox gebrütet. Das ist eigentlich auch brutal, denn das Pokémon ist ganz frisch drin, sitzt auch in den Showcases momentan, also bis Mittwochabend, dachte ich. Jetzt ist Mittwochabend, ist es schon vorbei. Das in den Showcases, kaum jemand hat das gehabt oder gebrütet. Manche haben es dann gebrütet, aus den 12 Kilometer Eiern neu und er hat ja gleich ein 100%iges abgegriffen. Das ist auch ein Schocker der Woche. Mit Benny bin ich Glücksfreund geworden, mit Cumulus bin ich Glücksfreund geworden. Benny zeigt wieder mal einen Duo-Raid. Dank Teambonus, ohne Edelsteine benutzen, im Duo geschafft gegen Krypto Ho-Oh. Der Boss hatte Sondersensor Feuersturm. Der Feuersturm hatte auch noch Wetterboost. 25 Sekunden übrig. Da nebenbei läuft schon wieder Fußball. Also der hat ein Duo Krypto Ho-Oh Raid gemacht, hat keine Edelsteine benutzt, aber der Teambonus hat ausgereicht. Das ist auch krass. Was auch cool war die Woche, da werdet ihr am Sonntag beim Samyang Sunday wieder ein Video dazu sehen. Die Woche waren im Netto Samyang Nudeln auch im Angebot. Nicht wie im Rewe für 1,99, sondern für 1,59. Das ist wirklich auch ein Spitzenpreis hier bei uns. Es gab leider aber nur Samyang Cheese und Samyang Carbonara. Skinny hat sich auch eingedeckt, hat sich auch gleich ein paar Tütchen geholt. Mein Einkauf und mein Testvideo dazu seht ihr am Sonntag. Eberhard Schmidt bin ich auch Glücksfreund geworden. Das ist übrigens der Lennart, deswegen Lenzart hier, oh Shiny, Ponita ausgebrütet, Shiny geplus, ein Arc-Tipp, auch bei Lennart, 100% geplust, plust, leider erst gemerkt, als das
Wetter sich geändert hat und nicht alle haben es bekommen. Reicht ja eigentlich ja Main, Rest ist ja eigentlich egal. Wieder was, plus plus, Shiny Bidiza und danke an Drachenfey für das 100% Phlegmon Gala mit Senfkopf. Obitushiha, Marcel, wie geil! 100% Ignivor. Normalerweise wäre sowas auch für mich Schocker der Woche, aber er hat das selber ja nicht eingereicht, das Bild. Ich habe das im Fanchat gesehen, ich habe es abgescreent für die Leute, die nicht im Fanchat sind, dass die das sehen. Er hat es selber nicht aktiv eingereicht, ich hätte es eigentlich gar nicht hier mit reinnehmen dürfen. Ich finde das Teil aber trotzdem genial. Das ist mein seltenster Pokédex-Eintrag gewesen auf dem Main-Account damals. Jetzt auch hier auf dem Habanero-Account. Das in 100% zu brüten, ist auch einfach richtig cool. Das Ding sieht cool aus, es ist mega stark, es ist mega nützlich. 100er Ignivor ist auf jeden Fall eine Wucht. Alexander Ahringer, endlich scheinen die Krypto-Tentara beim ersten Boss in Pokémon Go. Endlich. Ist ganz frisch drin, dann erster Boss, direkt shiny. Endlich, endlich. Das nennt man ein Pack. Er meint bestimmt Bug. Das ist ein Bug, ne? Dass das halt verbuggt ist, so Käfer und so. Oder es ist ein Pack, weil die alle irgendwie zusammen unter einer Decke stecken und verkruschelt sind. Sieht auf jeden Fall auch lustig aus. MacMaggie hier auch mit dem shiny Krypto Tentacha. Dann ein sehr gutes. Wir können mal 8,63, ein 91er Krypto-Kyogre, was er zu einem 100%igen aber erlösen könnte, würde ich aber so lassen. Also als Krypto ist das trotzdem irgendwie auch stark, stärker, wie auch immer. Kann zwar keine Protomorphose machen, aber ist doch egal. Es ist auf jeden Fall ein Suströming, ein stinkender Fisch mit Rauchschwade drum. MacMaggie noch 100% Harrenpignon. Bestimmt mitgenommen in der Spotlight-Stunde. Sören, im nächsten gab es ein 10-10-10er. Hier aber erstmal das 100% Demeteros mitgenommen, im nächsten dann das 10-10-10er. Glückstausch gemacht, Schlurp bekommen hier, also war bestimmt normaler Tausch, ist lucky geworden. Dann noch ein Shiny Adeboom, mitgenommen. Net Ghost hatte 4 Chancen, na Yendi gönnt mir kein 100er, nicht mal nach Erlösen, also geht die Suche weiter. Ja, das eine sieht gut aus mit 15-15-10. Der Rest ist halt alles für die Tonne, das ist auch das Höchste mit 915, aber hey, 4 Chancen, ich habe 1 abgeholt und das war's. Saniel Dilling für Raid am Mittwoch, Wockert der Schoche. Sieht auf jeden Fall genial aus, sieht brutal aus, macht einiges her. Das ist ein 100% Shiny Ho-Oh, das ist erlöst. Das heißt, er hat ein richtig gutes Krypto-Ho-Oh gehabt, was shiny war. Und hat das dann erlöst, hat er noch mehrere? Also wenn er jetzt 10 Shinies hat, dann hätte ich auch das Beste zu einem 100er erlöst und die anderen Krypto-Shinies so gelassen. Jetzt ist das aber natürlich an einen 100er Shiny zu kommen, wenn man es erlöst, trotzdem einfacher als normal, glaube ich, sage ich jetzt einfach mal, weil man ja es erlöst und es nochmal 2 Punkte an jedem Bereich dazu kriegt, ist trotzdem cool, ist für mich aber nicht Schocker der Woche. Dann Madu zeigt dir Shiny Mankey, Shiny Gramurks, Zurukex, was auch ein 100%iges war, gleichzeitig noch und Bronzel noch dabei in Shiny Zurukex, haben wir nochmal da, war wild. Das dritte, Shandow, was er hat, Shenaya hier, Shiny Schlurp, erster Cliff direkt Shiny, Zubat, Krypto, Skorkler vom Rüpel, Shiny, auch Ho-Oh, Krypto, Shiny, Kaiser Kai, Shiny Zurukex. Die auf dem Account und auf meinem Hauptaccount habe ich alle bekommen, weil ich mit dem Bus nach Dessau fahren musste. Für Berufsschule hat sich voll gelohnt. Zu Biris, Pam Pam. Und, Ho-Oh, Krypto, Shiny. Der saß vor meiner Haustür, hatte ich noch nicht. Samurzel, C-Day Pokémon. Dann 2 Stück in 2 Tagen, bin sehr zufrieden. Ich habe keins, ich habe aber auch nur einen einzelnen Krypto-Ho-Oh-Raid gemacht für den Pokédex-Eintrag. Das war kein Shiny. Hier 2 Stück mitgenommen, das passt. Die gab es auf dem Account. Auch noch hier zu Biris mitgenommen in Shiny und nochmal Krypto-Ho-Oh. Dann ab ins Tierheim mit einem Shiny-Krypto-Bruder Lander. Endlich mal wieder Glück gehabt, sagt er hier. T-Tomic, das ist aber jetzt der Schocker der Woche, oder? Ihr wisst, der Schocker der Woche muss was Einmaliges sein, was einmal nur in der Sendung vorkommt. Sonst kann es auch kein Schocker der Woche sein, wenn mehrere das Gleiche haben. Für Raider Mittwoch. Er hat auch keinen Thron beansprucht,
aber das ist ein 2207 100%iges Krypto-Ho-Oh. Wir haben ein paar Kryptos gehabt in 100% schon so oft, die waren immer mal Schocker der Woche. 100% Krypto-Ho-Oh, nur an zwei Tagen erhältlich. Wie viele Raids musste er dafür machen? Das Teil ist auf jeden Fall fett, das muss auf Level 50, das ist auf jeden Fall mega krass. Trotzdem nicht Schocker der Woche. Warum seht ihr am Ende, wenn ihr den Schocker der Woche seht? Tiso, Sichlo XL, okay, hier, Shiny mitgenommen. Tiso, beide wild und hintereinander gefangen. Aufbleiben zahlt sich manchmal aus. Noch Shiny Klick gegönnt, sieht man hier auch. 2.17 Uhr, 2.18 Uhr, Schocker der Woche hinterher gewuchtet. Elke, hallo Ramon. Heute ist es bei Kaisi gar nicht viel, bei Paula ist es etwas mehr. Die beiden Hunderter sind aus Forschungen, Kaumalat aus der Spezialforschung, Flampion aus einer normalen Forschung. Hier ist Shiny, Monozyto, dann habt ihr die 200er, Kaumalat, Flampion, dann ein paar Shinies bei Paula, Gladiandri, Tarnpignon, Nagellotz und Quieke. Nassim Kelleter, 100% Lampi. Silvio Lissner zeigt uns 96er Krypto-Ho-Oh, könnte er zu einem 100er erlösen. Hat er nicht gemacht. Dann Fail, ein zweisterniges Krypto, aber das ist doch recht gut. Es gab Leute, die haben weniger gehabt. Ist nicht das, ach so, doch, das Mindeste. Zählt das da auch? Ist das Mindeste da auch 666? The Number of a Beast. Dann hat er auf jeden Fall noch in der GBL direkt nacheinander hier auch 6.51 Uhr, 6.53 Uhr, 2 Ligidum gecordet. Das ist schön. Und der Cheffe letzte Woche Fan, diese Woche Premium Pass. Fanrate Pass, Premium Pass aus dem Wochendurchbruch. Das ist cool. Entweder kriege ich da auch regelmäßig und krieg's nicht mit. Ich habe so viele grüne Pässe auf einmal. Aber einen Fanrate-Pass habe ich da, glaube ich, noch nie drin gehabt. Bierschanke und die Knusperende, jetzt neu auf Netflix. Ist der Pilotfilm zur Serie. Mit Samyang-Soße leicht verfeinert, das sieht gut aus. Dann hat Bierschanke, pass auf jetzt, es ist eigentlich, müsste es auch in der Schocker der Woche-Rubrik sein. Haltet euch fest, ein Auto fotografiert. Hier stand ein Audi rum, der ist komplett zugemacht mit hier einem Bud Spencer Design Overlay von Mücke. Kennt ihr Mücke? Das war ja dann dieser Footballspieler, oder? Mücke, sie nannten ihn Mücke. Und das sieht so stabil aus. Auch diese Farbe, dieses cremige, dieses ja, halb Sepia-artige, die schwarzen. Also das ist so ein cooles Design. Das ist so stark. Sie hat es auch nochmal von der anderen Seite. Da könnt ihr auch nochmal drauf gucken. Guckt euch das an. Ein bisschen Wut ist gut fürs Blut. Da ist, sind sie nochmal beide drauf. Hier nochmal Mücke 1929 bis 2016. Helden leben lange, Legenden sterben nie. Dann gehen wir nochmal weiter. Da seht ihr nochmal hier an der Seite. Da seht ihr nochmal was von der Tür. Da seht ihr nochmal hinten was. Wenn es donnert, weiß ich, es ist Bud Spencer, der im Himmel Schellen verteilt. Zack. In Angedenken, das ist so krass, das ist so ein cooles Auto. Dann oben auch auf dem Dach, seht ihr nochmal, das ganze Teil, das ganze Auto, alles komplett ist dazu gewuchtet. Also das muss man sich wirklich reinziehen. Auch hier an der Seite, zwei außer Rand und Band, zwei wie Pech und Schwefel, was weiß ich, hier mit Pferden, Filmstreifen drauf. Das ist das coolste Design, was ich je bei einem Auto gesehen habe. Unterschrift, Bud Spencer, auf der Motorhaube, nochmal alles. Das ist so krass. Cumulus, Filino, das ist krass, oder? Guckt euch das an. Jan Lange, Jan Schlappen, Stalos, 100%. Hallo, Ditbück, 100%. Krypto, Skorkler, das ist ja fast so wie das 100% Krypto-Ho-Oh, oder? Zufällig, Krypto, 100%. So, oh, hast du aber wirklich nur die zwei Tage Zeit, da ist ja länger Zeit. Laura hier, Shiny Krypto Knofensa mitgenommen, dann hier Shiny Krypto-Ho-Oh noch mitgenommen, dann erlöst es 100% Voldilam bei Balu, Zurukex. Aus der Feldforschung 100% bei Balu. Balu 100% Demeteros bei Balu. Balu 100er Tarnpignon. Und dann sind wir durch. Das heißt, jetzt kommt noch der. Ihr Desktop ist ausgegangen. Moment. Da kommt er wieder halb zurück. Da, jetzt ist er wieder da. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche.
Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund und den großen Augen. Der Schocker der Woche kommt von 27 Exkavator. Jetzt sagt ihr, hä? Was für Schocker der Woche? Das ist doch ein 100% Krypto-Ho-O. Das hat doch der T-Tomic auch gehabt. Aber für mich der entscheidende Punkt, ich weiß nicht, wie viele Raids der T-Tomic gemacht hat, um da hinzukommen. Hier habe ich direkt eine Angabe dabei, und zwar, das ist der allererste Ho-Oh-Raid, der gemacht wurde. Das war Pokédex-Eintrag mit einem 100%igen Krypto-Ho-Oh. Der hat noch nicht mal damals Ho-Oh normal geradet, der hat keinen Apex-Ho-Oh, der hat gar nichts. Der hat einen 100% Krypto-Ho-Oh im allerersten Ho-Oh-Raid als Pokédex-Eintrag, und das ist richtig genial. Das finde ich so atemberaubend. Ich habe auch nur einen einzigen gemacht. Das war nix. Er macht einen einzigen bei diesem Account direkt und hat dann ein 100%iges Krypto-Ho-Oh. Fand ich stark, hat Eindruck hinterlassen, ist genauso cool wie bei T-Tomic. Glückwunsch auch dazu. Aber ich glaube, da waren es ein paar mehr Raids. Ansonsten hättest du das bestimmt nochmal kommuniziert, wenn das wirklich einfach nur ein Ding und fertig. So. Ich hoffe, es ist keiner enttäuscht. Wie seht ihr das? Das war's von meiner Seite aus, der LSD-Trip. Jeder LSD-Trip geht zu Ende, auch diese Raider-Mittwoch-Folge am Donnerstag. Es ist nämlich schon Mittwoch, gleich kommt Wrestling, da freue ich mich drauf. Raid am Mittwoch, am Donnerstag in der LSD-Version. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.